Es betrifft uns alle, die Praktiken der konventionellen Landwirtschaft. Bodenausbeutung, Monokulturen und das Ausbringen von Giften. Wusstet ihr, dass die EU überlegt, Glyphosat für 10 weitere Jahre zuzulassen? Geht es auch ohne Gift und einer Schädlingsplage? Klar geht das. Und Mischkulturen können hier wahre Wunder bewirken. Und passt gut auf, jetzt kommt man die kalte Jahreszeit. Ist vielleicht hilfreich für die Beetplanung. Dann fangen wir mit dem Liebling im Gemüsegarten an, mit den Tomaten. Immer wieder ein Traum im Sommer, die vielen verschiedenen Formen und Farben, das einzigartige Aroma, dieser süße Geschmack. Einfach herrlich, die frisch von der Pflanze zu essen. Kein Vergleich mit Früchten im Supermarkt. Die sind auch sehr ertragreich, wenn da jetzt zum Beispiel so eine Pilzkrankheit wie die Braunfolle nicht wäre. Aber hier kann auch wie bei den Vampiren der gute Knoblauch Abhilfe schaffen. Das Allicin, was für den strengen Geruch verantwortlich ist, wirkt hier als natürliches Pestizid und wirkt dann hier gegen Pilze. Und das hilft dann auch bei der Braunfolle, wenn man jetzt beispielsweise den Knoblauch als Unterbepflanzung bei den Tomaten reinsetzt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Erdbeeren beim Mehltau oder beim Pfirsich bei der Kräuselkrankheit. Das Gute am Knoblauch und Tomaten ist, dass sie sehr ähnliche Bedingungen haben. Beide mögen einen humusreichen Boden, soll auch schön sonnig und auch warm sein. Ein zu feuchter Boden mit Tendenz zur Staunässe ist für beide suboptimal. Und das Gute dabei ist halt, dass die Tomate eine Tiefwurzel ist, kann ja bis zu 2 Meter tief wurzeln. Der Knoblauch ist halt mehr an der Oberfläche, das heißt, die stören sich auch nicht bei der Wurzelbildung. Die klassische Kombination, die man sich in der Küche fast gar nicht wegdenken kann, ist schon fast wie ein altes Ehepaar und ein Muss für jeden Italiener. Und zwar Basilikum und Tomaten. Und nicht nur in der Küche synergieren die sehr gut, sondern auch im Anbau. Du kannst den Basilikum als eine Unterbepflanzung nutzen und dessen ätherische Öle, was ja auch wieder für den Geruch sorgt, wirkt auch wieder gegen Pilze. Das gleiche kannst du auch hier gut bei Gurken machen. Das habe ich dieses Jahr gemacht, um halt hier den Mehltau wieder mit einzudämmen, weil ich halt die Gurken nicht einfach wuchern lasse auf dem Boden, sondern hier aufhänge mit Tomatenhaken und dann Netzen und die auch hier sehr gut ausgeize, hat auch der Basilikum unten an der Pflanze gut Platz zu wachsen. Tomaten sind Starkzehrer und brauchen von daher sehr viel Power in dem Boden und das kannst du dann auch nochmal zusätzlich unterstützen, indem du Buschbohnen als Unterbepflanzung für die Tomaten reinsetzt. Vorteil bei den Buschbohnen ist, zu herkömmlichen Bohnen, die ranken halt nicht, die werden halt buschig, musst da eigentlich nichts machen und die stehen an den Tomaten sozusagen nicht in den Weg oder nutzen die sogar noch als Rankhilfe oder verdecken da noch die Früchte. Gut an Buschbohnen ist, die nehmen halt den Stickstoff aus der Luft und über ihre Knollenwurzeln können sie den halt in den Boden mit anreichern, wodurch auch die Tomate sehr gut profitiert. Und in der Wachstumsphase ist halt Stickstoff sehr wichtig. Das kannst du dann gleich am Anfang, wenn du die Tomaten in ein Beet reinsetzt, nochmal hier ein schnelleres Wachstum fördern. Dieser Wachstumsschub ist am Anfang noch sehr gut, wenn die Pflanzen klein ist, aber später, wenn es dann zur Fruchtbildung geht, spielen da andere Faktoren eine wichtige Rolle, beispielsweise die Befruchtung. Bei den Tomaten ist es halt so, dass sie halt mehr durch Vibration und Wind befruchtet werden. Bei den Gurken schaut es da etwas anders aus. Die brauchen die Bienen, damit sie von der männlichen in die weibliche Blüte kommen und hier eine Fruchtbildung erzeugen. Und bei den Gurken kannst du dann gut Borage zum Beispiel reinsetzen, der halt hier die ganzen Hummeln und die Bienen anlockt, die auch dann hier dafür sorgen, dass deine Gurken mit bestäubt werden. Das funktioniert sehr gut, wenn man jetzt auch die Gurken aufleitet und auch ausgeizt, da hat man ein bisschen alles im Überblick. Der Borage wird auch nicht von der Gurke zugewuchert und ein großer Vorteil ist auch, du siehst auch die Früchte von den Gurken. Das heißt, du kannst ja auch rechtzeitig ernten, weil das Problem ist halt, wenn die Gurke einmal zur Samenproduktion ansetzt, also das heißt, ihre ganze Kraft in die Samenbildung steckt, dann wird dann die Frucht der Gurke dicker, die Schale wird fester und die Frucht wird dann so goldig oder auch braun. Und wenn das halt dann passiert, dann ist der Zyklus für die Gurke beendet und sie wird dann auch absterben. Um halt den ganzen Prozess zu vereinfachen und die Schwierigkeit der Kontrolle zu entnehmen, würde ich halt das Ausgeizte empfehlen. Um auch die Schwierigkeit im Möhrenanbau zu reduzieren, empfehle ich die Mischkulturkombination Möhren, Zwiebeln und Radieschen. Ein Problem, was ich bei meinem Karottenanbau feststelle, ist, dass die Karotten sehr lange brauchen, bis sie kommen. Fast schon wie ein Schleicher auf der Autobahn, wo alle anderen Fahrer schon zum Überholen ansetzen. Ist das gleiche hier bei den Beikräutern. Die keimen hier viel schneller, wachsen auch um einige schneller als die Karotten und überwuchern danach alles. Dann hat die Karotte hier keinen Platz und kein Licht mehr, um halt hier eine schöne Pfahlwurzel zu generieren. Und ein Problem, was ich auch immer beim Anbau hatte, ist, dass ich dann ausgesät hatte und ich habe halt dann nicht die
die Linie markiert, wo ich die Reihe reingesetzt habe. Ich muss dann immer gucken, okay, ich habe natürlich auch hier eine Mischkultur gemacht, ich habe dann mal eine Reihe Karotten gemacht, eine Reihe rote Beete. Und dann wusstest du dann irgendwann nicht mehr, okay, wo habe ich die Reihen Karotten denn genau reingesetzt, damit ich hier auch alles beikrautfrei halte und jetzt vielleicht beim Hacken oder beim Rauszupfen jetzt nicht unbedingt eine Karotte erwische. Deswegen habe ich dann hier zum Beispiel Radieschen genutzt, weil die halt sehr schnell keimen und innerhalb von 6 bis 8 Wochen kannst du dann komplett rausernten. Und in der Zeit sind normalerweise die Möhren auch schon gekeimt. Du kannst dann effizient arbeiten. Du kannst dann spezifisch nur die eine Reihe gut gießen, um halt auch Wasser zu sparen und genau neben der Reihe des Beikraut so gut wie es geht auch entfernen, damit die Karotten sich dann später sehr gut entfalten können. Muss auch hier ein bisschen aufpassen mit dem Platz. Also das heißt, dass du auch auslichten solltest, damit du auch schöne Pfahlwurzeln bekommst. Und die Kombination mit Möhren und Zwiebeln nutze ich einfach aus dem Grund, weil sie halt gegenseitig synergieren. Bei der Zwiebel gibt es halt die Zwiebelfliege, die wird halt durch die Karotte vertrieben bzw. irritiert. Und andersherum gibt es halt bei der Möhre die Möhrenfliege und die wird halt von dem Geruch der Zwiebel irritiert. Zwei Fliegen mit einer Klappe oder einer Kombination. Wenn wir gerade bei Fliegen sind, kennst du das bei deinem Kohl? Oben auf der Blattoberseite schön vital grün, alles perfekt. Dann schaust du mal auf die Blattunterseite und auf einmal hast du da über so weiße Fleckchen. Die weiße Kohlfliege schaut etwas unschön aus, macht einen minimalen Schaden und in der Küche hast du auch einen Mehrarbeit. Aber so viel Schaden wie der kleine Falter macht die Kohlfliege dann bei weitem nicht. Und beim Kohlweißling und auch bei der Kohlfliege ist halt ein bisschen anstrengend, da immer den Kohl zu kontrollieren, ob da jetzt Eier unten drunter sind oder mit der Brause die ganzen Kohlfliegen wegzubekommen. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, kann man sich auch diese Zeit ein. Du kannst mit Tomaten, Ringelblumen und auch Sellerie arbeiten, weil die halt andere Düfte absondern und die irritieren dann zum Beispiel den Kohlweißling, dass er halt jetzt hier die Kohlpflanze findet und dort die Eier ablegt. Dadurch müssen wir jetzt nicht unbedingt in die gnadenlose Erfahrung kommen, wenn mal die ganzen Kohlweißlingsraupen in wenigen Tagen den ganzen Kohl zerfressen. Ärgerlich. Bewundernswert finde ich die Maya in ihrem effizienten Arbeiten in Form von dem Milpa-Beet. Eine Kombination aus Mais, Bohnen und Kürbisse. Der Mais galt bei den Mayas als heiliges Nahrungsmittel und das haben sie jetzt dann so kombiniert, dass der Mais als Klettergerüst für die Bohnen dient. Die Bohnen tun halt mit ihren Knollenwurzeln den Boden mit Stickstoff versorgen. Das heißt, so Starkzehrer wie der Mais profitieren auch von der Bohnenkultur und der Kürbis dient einfach nur dazu, dass halt das Beikraut, also Gräser zum Beispiel, unterdrückt. Wichtig bei der Milpa-Kombination ist das Timing. Macht wenig Sinn, wenn du deine Bohnen schon so weit sind, dass sie ranken können, aber dein Mais nicht dafür da ist, dass die überhaupt ranken können, sondern einfach auf dem Boden dann irgendwie rumfleuchen und kräuchen und dann eine schlechte Ernte bekommen. Oder wenn dann der Kürbis nicht keimt, dass dann das Gras kommt und dann alles überwuchert wird und deine Pflanzen dann weniger Chance haben. Oder der Kürbis dann so weit ist, dass er vielleicht deine Sprießlinge von dem Mais und dem Boden dann überdecken, dann hast du auch nichts davon. Kommen wir zu einem Klassiker im Selbstversorgergarten und zwar die Kartoffel, die auch sehr ertragreich sein kann und eine gute Lagerfähigkeit hat, wenn man halt hier auf die richtigen Sorten setzt und die Knollen natürlich auch unbeschädigt sind. So kleine Fadenwürmer wie die Nematoden können da einen Strich durch die Rechnung machen und das können wir halt damit verhindern, indem wir zum Beispiel Tagetes reinsetzen. Die Studentenblume stößt Stoffe aus, die die Nematoden anlockt und auch haltet und dann vergiftet. Und die Tagetes gehört zu den Typen der Menschen, die meinen, wenn ich etwas nicht haben kann, dann soll es auch gar keiner bekommen. Ganz schön hinterhältig, was es nicht alles so in der Natur gibt. Jetzt noch zum Abschluss eine Mischkultur bei Obstbäumen. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel eine Streuobstwiese anlegst, dann macht die Kombination so, dass du halt Steinobst zuerst setzt, dann als nächstes Kernobst und dann irgendwas anderes. Also als Beispiel setzt du einen Apfel, dann eine Pfirsich und dann sowas wie eine Gledice, also schnell wachsendes Hartholz. In der nächsten Reihe machst du dann hier zum Beispiel eine Zwetschge, Birne und eine Felsenbirne und arbeitest sich halt so die ganze Zeit weiter. Einfach aus dem Grund, dass wenn halt Schädlinge kommen, dass sie halt nicht von einem Baum in den nächsten sofort gelangen, sondern halt hier mehrere Bäume zum Beispiel überspringen müssen, um halt an den Baum zu kommen. Selbstverständlich solltest du bei der Planung auch dabei achten, dass du auch Bestäuber bekommst, also wenn du zum Beispiel einen Apfel setzt, dass halt ein anderer Bestäuberapfel auch in der Nähe ist, also im Umkreis von gut 5 Kilometer sollte es natürlich drin sein, aber das natürlich im Hinterkopf hast, weil es nutzt halt nichts, so eine Mischkultur zu machen und nur einen Baum von jeder Sorte reinzusetzen und merkst dann, okay, Bestäuber sind nicht da und die setzen keine Früchte an, das macht ja keinen Sinn. Umso mehr Sinn macht es, noch mehr über die Permakultur zu lernen,
hier an der Seite findest du noch zwei spannende